Erstes HLA-Halbfinale 2010. HC Linz AG gegen A1 Bregenz. Bregenz hat sich als erster des Grunddurchgangs dazu entschieden, das erste Halbfinale auswärts zu bestreiten. So müssen die Jungs von Coach Martin Luttag am Donnerstag die Reise zu den viertplatzierten Linzern antreten. Dass man spätestens im Halbfinale keinen Gegner mehr unterschätzen darf, weiß Bregenz Manager Roland Frühstück. Ich glaube, dass wir mit Linz einen Gegner bekommen haben, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Die Probleme sind eigentlich bei uns selber zu suchen. Wir müssen die Linzer ganz, ganz ernst nehmen. Vor allem im Hinspiel wird es eine harte Schlacht sein. Nermin Acemia wird seinen Jungs sagen, dass sie ordentlich draufhauen müssen, und das werden die auch tun. Eine junge, wilde Mannschaft, die dieses Jahr ganz ausgezeichnet gespielt hat, aber wir gehen da als Favoriten in dieses Spiel und ich möchte auch in Linz gewinnen. Während Linz die Überraschung des Jahres schaffen möchte, hat der Meister die erfolgreiche Titelverteidigung als Ziel. Grunddurchgang und Meisterplayoff hätte man ja schon souverän gewonnen. Deshalb ist man in Österreich aber noch lange nicht Meister. Zum Meisterschaftsmodus muss man einfach bekennen, dass es zwar für die Zuschauer am Ende ganz spannend sein kann, wenn der Erste gegen den Vierten spielt, aber dramatisch ist natürlich, wenn der Erste 22 Punkte und der Vierte wie Linz 11 Punkte hat. Da sieht man, dass das ein Aufwärmen ist von einem Gulasch, das man vor 3 Wochen oder 10 Wochen gekocht hat und das immer wieder dahin köchelt. Ich glaube, das ist nicht fair und nicht leistungsorientiert. Trotzdem gilt das demokratische Abstimmungsverhältnis, die Liga will das, und dann spielen wir eben mit und werden bei einem unfairen Meistersmodus auch Meister. Neben dem Spielmodus plagen den Meister seit Anfang Februar Verletzungssorgen. Neben Gernot Watzel, Kreuzbandriss, haben sich in den letzten Wochen Lukas Frühstück, ebenfalls am Kreuzband, und Chrissy Winkler an der großen Zehe verletzt. Während Watzel und Frühstück für den Meisterkampf ausfallen, wird Chrissy Winkler laut Vereinsarzt Dr. Hannes Hartl in Linz bereits wieder dabei sein. Für uns ist wirklich ein großes Problem jetzt, dass wir mit Gernot Watzel, Lukas Frühstück und Chrissy Winkler 3 Spieler verletzt haben. Insgesamt war ja der Kader in dieser Saison ein bisschen schlanker. Durch die wirtschaftliche Situation mussten wir da fokussieren. Das tut uns jetzt ein bisschen weh, aber ich glaube, dass unsere Spieler genug Routine haben und vor allem noch zulegen können, weil sie gewohnt sind zu gewinnen, weil sie wissen, wie man Finalspiele spielt und international auch erfahren genug sind. Deswegen bin ich optimistisch, wenn wir gesund bleiben und die Sache ernst nehmen. Ernst nehmen Kapitän Matthias Günther und Co. jedes Spiel und Training der letzten Wochen, das sie vor allem auf den Meisterkampf in den Finalspielen vorbereiten soll. Coach Martin Liptak weiß um die Stärken der Stahlstädter Bescheid, ist vom Aufstieg allerdings überzeugt. Also wir sind froh, das haben wir Meisterplayoff gewonnen und wir gehen weiter. Erster Platz, unsere Gegner Linz, das ist für mich eine große Überraschung. Die haben die ganze Saison sehr gut gespielt, sehr stabil und stark zu Hause. Die sind sehr, sehr gefährlich, aggressive 3-2-1-Deckung, erfahrene Leute dabei, Stachelberger, Radil, Schneider und natürlich Kranjec. Unsere Mannschaft freut sich auf Semifinale, haben wir. Lange Saison hinter uns und jetzt kommen die Spieler, welche entscheiden. Abwehrchef Philipp Günther kickt zwar noch nicht mit, sieht aber keine Probleme für seinen Einsatz am Donnerstag. Nach Verletzungen, Pech, ich muss wiederholen, Gernot Watzler, Lukas Frühstück, kurzfristig auch Roland Schlinger und Philipp Günther, haben wir jetzt Mannschaft gesund. Was freut mich, dass wir müssen nicht experimentieren. Ohne Experimente wird der österreichische Rekordmeister also ins heurige Titelrennen starten. Dass Schlinger und Co. fit und voll auf Titelkurs sind, haben sie in den letzten beiden Playoff-Spielen gezeigt. Jetzt gilt es, die Form in die Finalserie mitzunehmen. HC Linz AG gegen A1 Bregenz. Erstes Halbfinale am Donnerstag, 19 Uhr, SAS Klermünchen.